Herzlich willkommen, liebe Leute, zu meiner neuen Spielerklärung. Ja, diesmal habe ich wieder ein sehr, sehr gutes Kartenspiel für euch. Und zwar The Few and Cursed. Ja, wurde jetzt auf Deutsch ausgeliefert. Bei der Spielerschmiede realisiert ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, ein astreiner Deckbilder. Ja, Deckbilder gibt es ja schon genug. Ich hatte das Spiel damals auch auf dem Schirm, aber natürlich kannst du ja nicht alles finanzieren. Und jetzt kam eine frische Lieferung an Spielen, da war auch Few and the Cursed dabei, MP3-Comics. Und das hat mich schon mal vom Artwork total angefixt und war dann mehr oder weniger ein Blindkauf von mir. Und in diesem Spiel geht es darum, dass ihr ja ein Westernheld werdet und viel Schneid generiert und dann eben als der beste, mutigste sozusagen dasteht. Ja, in einer, sage ich mal, einer verfluchten, dunklen Westernwelt. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, das Ganze. Ich kann nur Lobeshymnen aussprechen für dieses Spiel. Gleich vorweg, wahrscheinlich wird es mein Clonk jetzt ablösen. Und man kann es schon ein bisschen vergleichen, aber ich finde, du hast hier wirklich sehr, sehr schöne Optionen. Du versuchst dir das Land zu durchstreifen, ja, so ein bisschen Sandbox-mäßig. Kannst in den verschiedenen Locations unterschiedliche Arten an Monster, Bösewichte angreifen, dadurch Karteneffekte triggern. Du kannst Artefakte sammeln, die helfen dir natürlich auch, diese Artefakte. Und alleine so wie das Spielende getriggert wird und auch der kleine PvP-Effekt in diesem Spiel, den finde ich richtig, richtig gelungen. Also wenn ihr Deckbuilder-Fans seid, wenn ihr Western-Fans seid, vor allem das Artwork sieht richtig geil aus, dann dürfte ich euch jetzt das Video wirklich wärmstens empfehlen und werde ich euch den Mund wässrig machen. Ja, von wem ist das Spiel überhaupt? Das Spiel ist von Rock Manor Games, inspiriert von den Comics von Felipe Gagno und Fabiano Neves. Ja, die Comics kenne ich jetzt nicht. Ja, Verlag Grimmspire. Und die haben, glaube ich, auch The Grimslingers rausgebracht, habe ich nie gespielt. Aber wie gesagt, hier ein richtig schöner Deckbilder für 1 bis 4 Spieler. Solo-Modus habe ich noch nicht getestet, Koop auch nicht. Ich glaube, da habe ich nicht so jetzt den Bock dazu. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man sich die Regeln auch ansieht. Ich glaube, dass das Spiel im PvP-Modus doch eher dafür gemacht ist, das Spiel zu spielen. Aber dazu dann im Fazit mehr. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr geiles Deckbuilding-Game. Und wieso ich jetzt schon sagen kann, dass mein Clank ausziehen wird, dadurch seht euch erstmal die Spielerklärung an. Die hat natürlich gedauert. Ich habe euch den Spielaufbau auch gezeigt. Ich bin sehr ins Detail gegangen, fast alle Regeln hier durch erklärt. Und ich hoffe, dass ein bisschen das Spielgefühl auch rüberkommen kann, wenn ich euch die Regeln erkläre. Und ich versuche auch definitiv ein Let's Play davon zu machen. Aber jetzt haben wir genug geredet. Seht euch einfach mal die Spielerklärung an. Was kann man denn alles in diesem Spiel machen? Und ich hoffe, dass es auch ein bisschen das Gefühl des Zugablaufs oder der Mechanik ein bisschen vorstellbar rüberbringt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal auf den Tisch an. Viel Spaß dabei. So, also hier seht ihr jetzt den Spielaufbau von The Few and the Cursed und ich hoffe, es kann euch auch gut unterhalten. Ich versuche das natürlich auch eine Verbindung, damit ihr eine Verbindung bekommen könnt mit dem Spiel, euch auch jetzt den Spielaufbau schön zu zeigen. Ja, wir haben hier zwei Seiten des Spielplans, natürlich auch sehr schön. Ihr kennt hier die, sage ich mal, klassische Ansicht mit Wüste, ja, oder hier die Nachtansicht, welche ich persönlich bevorzuge, weil die gefühlt auch ein bisschen schwieriger ist. Ihr habt hier mehr Fluchsymbole, andere Wege und es sieht natürlich auch cool aus. Also wir spielen die Nachtseite. So, wir beginnen hier oben. Hier befinden sich die Eventstapel, also die Ereigniskartenstapel. Hier, wenn ihr ein Ereignis zieht, wenn ihr euch nicht in der Stadt befindet, ja, also in der Wüste sozusagen, einfach dieses Deck mischen, ablegen. Dann gibt es verfluchte Orte auf der Map. Ja, also überall, wo ihr dieses Fluchsymbol seht oder hier zum Beispiel vordefiniert die Ruinen von Palenque oder hier dieser Aussichtspunkt, die Stadt. Städte an den Ecken zählen hier auch dazu oder auch hier die Keola-Quellen, die sind verflucht. Genauso wie hier der verfluchte Galgenbaum. Dann ziehen wir vom Verfluchtstapel ein Ereignis. So, dazu dann natürlich später mehr. Dann haben wir den Most Wanted Bereich.
Der kann euch natürlich auch helfen, dann das Spielende zu triggern. Dazu dann auch gleich mehr. Es gibt vier Monster in diesem Spiel. Das wären die hier. Die mischt ihr einfach verdeckt. Legt sie in die Plätze. Also ihr habt vier Plätze, egal wo ihr sie anlegt, einfach verdeckt mischen, ablegen. So, dann gibt es dazu noch die Most Wanted Karten. Das sind 10 Stück. Die mischt ihr auch. Und so lange verteilen, bis ihr keine Karten mehr habt. Ja, ich weiß, das ist komisch, 10 Karten auf 8 Feldern einfach verteilen. Die Anleitung ist da leider nicht definiert genug. So, habt ihr das gemacht? Gehen wir hier zu den Aufträgen. Dann haben wir den Auftragsstapel, von denen ihr dann Aufträge ziehen könnt. Und die mischt ihr einfach. Dann habt ihr hier einen Zugstapel, Abwurfstapel. Dann hier die Wanted-Karten. Das sind Karten, die man immer sozusagen bekämpfen kann. Die mischt ihr. Die haben eine Vorder- und eine Rückseite. Und ihr bestimmt dann zufällig, ja, von welcher Karte die Vorder- und Rückseite ausliegt. Das könnt ihr natürlich mit einem Würfel machen oder irgendwie anders zufällig. Ja, dann haben wir noch den Markt, um Gegenstände zu kaufen. Einfach das Marktdeck mischen mit den Gegenständen. Abwurfstapel und hier die Auslage für den Markt. Drei Karten ziehen und auslegen. So, wir haben schon fast alles durch. Jeder wählt natürlich einen Charakter, bekommt ein Charaktertableau. Ihr seht hier die Maximalwerte der jeweiligen Leiste. Wir sehen hier zum Beispiel Startgeld 4, also Geld in diesem Spiel ist eigentlich Wasser. Ich werde trotzdem Geld sagen. Das wären dann diese Marker hier, das sind die Wassermarker. Also ich bekomme bei diesem Charakter, bei Jebediah, 4 Geld. Dann seht ihr hier, Jebediah beginnt mit 3 Leben und 3 Munition. Und der schwarze Würfel bedeutet, er kann maximal 5 Munition mit sich führen. So, hier habt ihr den Fluchlevel, auch ganz einfach. Er beginnt bei 0, maximal, so sieht's aus. Maximal kann er aber 3 Fluch vertragen, bevor er natürlich verflucht wird. Ja, das Charaktertableau lege ich mal hier vor mich ab und hoffe, dass ihr da dann auch einen guten Überblick noch behalten werdet. Ja, dann haben wir hier die Siegpunktleiste. Ihr legt einen Würfel auf die 0. Jeder Spieler natürlich hier auf die 0 einen Marker. Den verdecke ich jetzt, damit ihr den Charakter noch ein bisschen besser sehen könnt. So, dann habt ihr eigentlich fast alles erledigt. Ihr holt euch die Miniatur. Ihr bekommt natürlich eine Charakterkarte. Hier Jebediah, eine Vorderseite und eine Rückseite, falls ihr verflucht werdet, mit einer speziellen Aktion noch dazu. Ja, jeder Charakter hat auch ein Deck. Diese Deckkarten sind auch nicht gleich. Dann nehmt ihr euch alle Karten mit Jebediah. Ihr seht, das Artwork ist natürlich sehr geil, finde ich. Ja, also ich finde das Spiel voll schön. So sieht das Ganze aus. Und da haben wir natürlich noch viel mehr Charakterkarten. Möchte ich euch dann noch ein paar zeigen, weil die ja auch so schön sind hier. Von der Red Hat zum Beispiel, ist ja auch ziemlich stark. Ja, und sie unterscheiden sich dann ja auch durch Fähigkeiten, die Charaktere und die Symbolzusammensetzung natürlich. Also das sind schon sehr, sehr, sehr coole Karten dabei. Also sehr schöne Karten natürlich. Ja, habt ihr das gemacht? Ein Charakterdeck, ihr seht, das Deck kommt links. Und der Abwurfstapel ist rechts. Ja, und dann habt ihr den Spielaufbau eigentlich erledigt. Was wir noch machen müssen, ist die Artefakte auszuteilen. Je nach Spieleranzahl natürlich. Bei 2 bis 3 Spielern werden hier an jedem Ort an der Ecke 2 Artefakte gelegt. Ja, das wären dann diese Scheibchen hier. Wir haben von jeder Farbe 3 Artefakte. Leider sind die nicht schön zu bekleben gewesen. Ja, die Sticker sind ein bisschen zu groß. Die mischt ihr einfach verdeckt.
und legt an jedem Ort von jeder, hier zum Beispiel, so wird das Ganze aussehen, bei drei Spielern oder zwei Spielern würden hier dann überall von jeder Farbe zwei Artefakte am Spiel teilnehmen. Ja, die Artefakte gibt es auch noch in Pappmarkerform, aber Holz ist natürlich cooler. So, den Artefaktkartenstapel, den stellt ihr einfach nebenbereit, damit sich dann jeder die Artefakte nehmen kann, falls er sie findet. Ja, dann sind wir eigentlich bereit, das Spiel zu beginnen. So, stellen wir den zweiten Spieler noch rein. Folgendes, ihr bestimmt natürlich den Startspieler, der mit dem wenigsten Geld ist der Startspieler. Und wir haben auch einen Aktionskartenstapel, den darf ich nicht vergessen. Ja, den mischt ihr natürlich auch durch. Das sind eure Verbesserungskarten für euer Deck und der legt ihr auch einfach bereit irgendwo, wo ihr alle natürlich schön dazukommt. Gut, dann habt ihr eine schöne Phasenübersicht, Gott sei Dank auf der Rückseite, leider am Anfang nicht für jeden, aber wenn man das ein paar Runden gespielt hat, dann bekommt man das auch ins Blut. Ich zeige euch das mal in der Kamera. Das sind die Sachen, die ihr alles machen könnt. Gespielt wird in Runden und in jeder Runde habt ihr diverse Phasen, die wir durchlaufen. Teilweise gemeinsam, teilweise einzeln. So, sehen wir uns das Ganze mal an. Also, Ziel des Spiels ist es ja, so viel Schneid wie möglich zu sammeln. Ihr seht hier natürlich umlaufend die Punktezahl, also Schneid ist Siegpunkte. Wenn ich auch mal oft Siegpunkte sage, ich sage lieber Siegpunkte, das ist diese Leiste hier. So, und wenn das Spielende getriggert wird, dazu komme ich dann später, wenn ihr das Spiel dann ein bisschen verstanden habt, dann gewinnt natürlich der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Das kennen wir ja. Ja, es ist ja natürlich ein Deckbilder, das heißt, wir haben Handkarten und zwar ziehen wir vier Karten auf der Hand. Generelle Regel, wenn ihr dann nachziehen dürft, zieht ihr immer auf vier Karten auf, aber ihr könnt eigentlich so viele Handkarten in der Hand haben, wie ihr wollt. Ihr müsst am Ende eure Karten nicht abwerfen. Ja, ihr könnt am Ende des Zuges die Karten abwerfen, müsst aber nicht. Das ist ja natürlich in jedem Deckbilder ein bisschen anders. Hier könnt ihr die Karten auch behalten, die ihr wollt. Ja, und dann kommt schon die erste Phase, die Improvisationsphase. Ich halte euch das nochmal, dann könnt ihr das auch sehen. Hier haben wir es, die Improvisationsphase. Jeder Spieler, angefangen von Startspieler, zieht zwei Karten von Verbesserungsstapel. Ja, ihr habt richtig gesehen, es ist zwar ein Deckbilder, aber es gibt jetzt hier nicht die klassische Einkaufsauslage, bei der ihr Karten kaufen könnt, sondern jede Runde bekommt man zwei dieser Karten, dann wählt man eine dieser Karten, fügt sie seiner Hand hinzu, ganz wichtig, und wirft die andere Karte ab. Ja, das war es auch schon. Hat das jeder Spieler durchgeführt, dann hat er natürlich meistens fünf Handkarten auf der Hand, kommt die Begegnungsphase. So, jetzt erkläre ich euch mal das Gebiet. Und zwar, es gibt hier natürlich San Andreas. Dann gibt es hier den außerwärtigen Bereich, ja, also eigentlich untergeteilt in verschiedenen kleineren Bereichen. Ihr seht hier zum Beispiel eine Wüste. Ja. Hier ist nichts, hier sind nur Steine und so weiter. Oder hier auch ein kleines Zelt dabei. Das sind Wüstenfelder. Dann sieht man hier eine Schlucht. Ja, oder hier auch so einen Berg, einen Canyon. Das zählt dann als Schlucht. Ja. Dann sieht man hier Ruinen, also verfallene Gebäude, eigentlich leicht zu erkennen. Die stellen dann auch Ruinen dar. Ja? Also gibt es drei verschiedene Typen oder mit der Stadt natürlich vier. Also es gibt eigentlich auswärtig drei. Wir haben hier Wüste, Schluchten und Ruinen. Ja, und je nachdem, wo ihr jetzt steht, zieht ihr natürlich dann eine Karte. Es gibt auch den verfluchten Bereich, wie ich anfangs schon erklärt habe. Also zusätzlich zu den Standard-Ortschaften hier gibt es noch die verfluchten Orte. Und je nachdem, wo ihr jetzt seid, zieht ihr abhängig davon eine Begegnungskarte. So, angenommen, wir befinden uns in einer Ruine, einer Wüste oder einer Schlucht. Dann ziehen wir eine dieser Karten hier von diesem Stapel. Und dann seht ihr hier abgebildet Wüste, Ruine
oder Schluchten. Und je nachdem, wo ihr steht, sagen wir, wir stehen jetzt hier in der Wüste, lesen wir das Event laut vor. Ich zeige euch das mal in diesem Fall. Ein Mann kommt auf dich zu und reibt sich die Hände. Er tippt mit dem Finger gegen seine Hutkrempe, macht dir Komplimente und fragt, ob deine Ausrüstung zu verkaufen sei. Du darfst beliebig ausgerüstete Ausrüstung verkaufen und erhältst Wasser, also Geld, in Höhe des jeweiligen Wertes dafür. Entferne die verkauften Objekte aus dem Spiel. Ja, dieses Event führe ich jetzt durch. Wäre ich jetzt hier in einer Ruine gewesen, dann lese ich diesen Text vor. Logischerweise in den Schluchten müsste ich dann diesen Text hier vorlesen. So, ihr handelt die Karte ab, manchmal gut, manchmal schlecht, und legt sie dann auf den Abwurfstapel. So, das macht jetzt jeder Spieler reihum. Das heißt, der Startspieler beginnt, zieht seine Eventkarten, dann ist der nächste Spieler links an der Reihe, zieht die Eventkarte, dann natürlich und so weiter die ganze Runde durch. So, was passiert, wenn ihr auf einem verfluchten Ort steht, also in einem der Eckpunkte hier oder auf der verfluchte Galgen vielleicht, dann zieht ihr von diesem Stapel. Da habt ihr dann sozusagen Choose Your Destiny. Wir haben drei Optionen, die wir auswählen müssen. Ja, also wir müssen eine davon auswählen und durchführen. Zum Beispiel hier. Zilkali aufgespürt. Gib 8 Angriff aus. Losballern. Improvisiere erneut. Ja, das heißt, ich kann jetzt 8 Angriff ausgeben. Das wäre dann thematisch gesehen, ich ballere los, darf nochmal improvisieren, also 2 Karten von diesem Deck ziehen und eine auf die Hand nehmen. Geil, oder? Oder wir haben hier 4 Angriffe ausgeben, gezielte Schüsse, ich bekomme 2 Siegpunkte. Oder ich mache Option Nummer 3, ziehe dich mit einem Giftzahn im Arm zurück, dann würde ich zweimal meinen Fluch hier erhöhen. Also sehr, sehr geil finde ich solche Karten. Das passiert, wenn ihr an einem verfluchten Ort seid, dann habt ihr sozusagen Choose Your Destiny. Ja, seid ihr aber in der Stadt, dann zieht ihr keine dieser Eventkarten. Ihr dürft euch entscheiden, einen Auftrag zu ziehen, also Aufträge zu generieren oder zu holen. Oder ihr entscheidet euch, im Markt einkaufen zu gehen. Was ich vergessen habe, am Spielanfang zieht natürlich jeder 2 Aufträge, die man erfüllen kann, wählt einen, wirft den anderen ab oder mischt ihn in das Deck rein. Am Spielanfang mischt ihr die natürlich rein. So, und wenn ihr jetzt in der Eventphase seid, befindet euch hier in der Stadt, dann sage ich, okay, ich will jetzt 2 Aufträge ziehen. So, die gehören dann schon zu deinen aktuellen Aufträgen natürlich dazu. Und jetzt kannst du dich entscheiden, einen dieser Aufträge sogar zu verkaufen. Ja, also nicht nur den gezogenen, sondern auch von deinen verdeckten Aufträgen. Ich ziehe also 2 und kann einen davon verkaufen, wenn ich möchte. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel 5 Wasser für diesen Auftrag bekommen. Ja, wir lesen uns die Aufträge durch, natürlich schauen uns an, ob das Ganze passt. Und wenn ihr die erfüllt, dazu komme ich dann später, bekommt ihr natürlich auch die Boni dazu. So, dann legen wir die beiden ab. Verkaufen möchte ich erstmal nichts. Oder ihr wählt den Markt. Das ist auch ganz einfach. Ihr seht hier die Kosten der Items. Hier würde ich zum Beispiel 6 Wasser abgeben und kann mir dann eine Fackel kaufen. Optional könnt ihr euch entscheiden, auch die oberste Karte des Abwurfstapels zu kaufen. Und optional könnt ihr noch entscheiden, bevor ihr einkauft, alles zu clearen und 3 neue Karten aufzudecken. Jetzt kommt ein sehr geiles Element und zwar habt ihr die Möglichkeit für ein Geld eine Kugel zu kaufen, die sind sehr wichtig, oder deine Anzahl an Kugeln zu erhöhen. Ja, das heißt, eigentlich hätte ich, und sowas mache ich bei Spielen wirklich extrem gerne, solche Verbesserungen, 5 maximal an Kugeln, die ich tragen kann, zahle ich 2 Wasser, kann ich um 1 erhöhen und schiebe natürlich dann meinen Marker eines nach rechts. Oder erhöhe deine Fluchschwelle, dasselbe wie Munition. Ich kann mehr Fluch vertragen. Oder erhöhe deine Gesundheit. Ja? Meine maximale Gesundheit gibt es hier eigentlich nicht. Das heißt, ihr könnt so weit rauf, bis ihr ansteht auf der 10. Und da bekomme ich sozusagen Leben für 4 Geld.
Und das Ganze könnt ihr beliebig oft durchführen. Ja? Also Aufträge dürft ihr nur einmal ziehen. Im Markt könnt ihr beliebig viel einkaufen. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel auch 5 Kugeln kaufen und hier alle Karten, wenn ich das Geld habe. Zum Beispiel. Das wäre jetzt nochmal als Erinnerung, wenn ihr euch in der Stadt befindet und die Begegnungsphase eintritt. Ja, also in der Stadt dürft ihr hier herumhantieren, außerhalb der Stadt müsst ihr Begegnungskarten ziehen. Sind wir jetzt mit dieser Begegnungsphase durch, was durchaus sehr interessant und lustig ist, kommen wir zur Aktionsphase. So, und in der Aktionsphase ist es jetzt so, in dieser Phase könnt ihr eure Handkarten ausspielen. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt in eurer Aktionsphase könnt ihr Karten ausspielen. Und wie wir es erkennen, diese Symbole bekommt ihr in eine Art Pool, ja, mit dem ihr dann schalten und walten könnt. Ihr könnt diese Sachen, wenn ihr diese Karten ausspielt, aber nicht in anderen Phasen mitnehmen. Ja, das kennen wir natürlich auch Standard, die verfallen dann. So, also, und ihr dürft in dieser Aktionsphase jetzt eine Hauptaktion durchführen, eine einzige und dabei eben vorher oder nachher nach Belieben diese Karten spielen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was ihr denn alles an Optionen auf diesem ganzen Spielfeld habt. Also, Karten ausspielen haben wir ja schon gelernt. Ich kann die nach Belieben ausspielen, bekomme die Boni. Was machen denn die Karten? Wir sehen hier ein Bewegungssymbol. Spiele ich diese Karte aus, bekomme ich eine Bewegung. Zusätzlich einen Angriff. Plus 1 bedeutet eigentlich, habe ich Angriff 0. Spiele ich diese Karte aus, mache ich schon einen Schaden. Hier zum Beispiel, ich bekomme 2 Schaden. Ja, oder wenn ich die Karte sogar wegwerfe, das ist ja das Müllsymbol, also aus dem Spiel entferne, einmalig sogar noch einen Damage-Bonus dazu. Die Karte hier ist ziemlich geil, hat jeder im Deck. Du bekommst einen Fluch dafür, dass du eine bereits ausgespielte Karte kopieren. Läuft dann so ab. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich spiele diese Karte und dann spiele ich jetzt hier die Verfluchtkarte aus, erhöhe meinen Fluch um 1 und kopiere diese Karte und das sind sozusagen die Kombokarten und generiere nochmal eine Bewegung und einen Angriff dazu. Also ihr könnt jede beliebige Karte kopieren. Wenn ihr Artefakte kopiert, bekommt ihr natürlich dann mehr Fluch, das steht auch hier drauf. Falls die Karte ein Artefakt ist oder nicht ein Fluch, verlierst du ein Leben. Genau. Ja, und so spielt ihr eben eure Karten aus und generiert die Boni. Und jetzt wollen wir uns natürlich bewegen. Ja? Bevor wir zu den Aktionen kommen, erkläre ich euch die Bewegung. Ihr seht schon, das ist simpel. Wenn ich hier in die Schlucht gehen will, dann kennen wir auch von Glonk, müsst ihr eventuell, ja nicht ganz gleich wie in Glonk, aber hier habt ihr eben Symbole, die ihr abgeben müsst, um euch dann rüber zu bewegen. Ja. Hier zum Beispiel ein Bewegung und ein Angriff. Hier wäre es so, um mich zu bewegen, muss ich auch einen Fluch in Kauf nehmen. Ja, wenn ich von hier nach hier gehen würde, einmal Fluch nach oben stellen. Ja, und bewegen könnt ihr euch natürlich auch immer wieder frei, je nachdem, welche Karten ihr ausgespielt habt und wie groß euer Pool natürlich ist. Wie gesagt, vor oder nach der Hauptaktion möglich. So, das wären die generellen kleinen Sachen, die ihr mit den Symbolen auf der Map mal anstellen könnt. Jetzt kommen wir zur Hauptaktion. Als erstes könnt ihr Kopfgeld eintreiben. Und das ist schon mal das nächste coole Element in diesem Spiel. Kopfgelder, ja, das sind hier diese Schurken, die da immer ausliegen. Ich zeige euch die nochmal mit 2 verschiedenen Rückseiten. So sehen die aus. Und die könnt ihr jetzt natürlich angreifen. Das wäre das stinknormale Kopfgeld angreifen. Schauen wir uns mal den Dämonen an. Er befindet sich in Ruinen. Ihr müsst 5 Attack ausgeben, um ihn zu besiegen und danach bekommt ihr 2 Siegpunkte und dürft sogar eine Karte aus der Hand oder aus dem Abwurfstapel entfernen, also aus dem Spiel entfernen. Ganz wichtiges Element in Deckbilder, Karten entfernen, Deck ausdünnen, mit Karten, die man natürlich nicht braucht.
Ja, er befindet sich in Ruinen. Das heißt, ich kann diesen Dämonen angreifen, wenn ich hier stehe oder hier oder hier in einer Ruine. Dann darf ich dieses Kopfgeld durchführen. Der gibt mir erstmal nur Siegpunkte. Wenn ich das jetzt gemacht habe, komme ich mir gleich, machen wir die Mechanik gleich fertig. Und ich habe ihm 5 Schaden zugefügt, wird die Karte geflippt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, im selben Zug nochmal nach dem Angriff 4 Schaden zu machen und würde den Boni nochmal bekommen und ihn nochmal flippen. Das dürft ihr aber nur einmal durchführen. Ja? Also wenn ihr den jetzt 5 haut, bekommt ihr 2 Siegpunkte, dreht ihn um, gebt ihn nochmal 4 nach, dann nochmal einen Siegpunkt und flippt die Karte wieder. So, dann kommt der nächste Wanted und zwar Zombies. Was ist anders? Wir bekommen natürlich auch Siegpunkte von denen, sie befinden sich aber in Schluchten. Ja? Also Zombies kannst du wirklich nur in Schluchten finden. Der hält 3 aus, ein Siegpunkt. Und jetzt, wenn ihr ihn umdreht und dann gebt ihr ihm den Rest für 4, also der wird dann stärker oder schwächer, je nachdem, wo er dann halt war. Belohnung, 3 Wasser, einen Siegpunkt. Das heißt, so könnt ihr schon mal Geld. Das ist ein Kopfgeldauftrag, von dem ihr auch Geld bekommt. Das ist nicht wirklich ein Auftrag, aber in jeder Schlucht könnt ihr Zombies töten. Und nicht nur einmalig, sondern natürlich auch die Seite wichtig, wo sie sich gerade befinden. So geil. So, dann haben wir hier in der Wüste, also diese Felder hier, Wüstenfelder. In der Wüste treffen wir auf Talbots Bande. So sieht das Ganze aus. 2 Wasser, ein Siegpunkt oder ein Wasser, ein Siegpunkt. Und zu guter Letzt eine sehr wichtige Karte und zwar Verflucht Krähen von Mana Ulana. Also auf jeden verfluchten Ort hier, die Eckorte oder diese verfluchte Ortschaften hier, da könnt ihr ihn angreifen und das ist natürlich geil. Als Bonus dürft ihr 3 Fluch zurücksetzen und bekommt 2 Siegpunkte. Oder geflippt 3 und 2, ja, also auch gleich. Aber hier seht ihr 6 und da haben wir 5. Also insgesamt 11, wenn ihr beide Male den killen wollt. Also das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr geiles Element. Wir fassen zusammen. Ich kann aus die Stadt gehen, je nach Location einen unterschiedlichen Kopfgeld-Kill durchführen sozusagen. Und hier durch dieses Kopfgeld darf ich Karten abwerfen, primär. Hier kann ich Geld generieren, hier kann ich auch Geld generieren und hier kann ich dann sogar noch meinen Fluch senken. Also allein dieses Feld schon generiert sehr viel Varianz auf dem Spielplan, weil ich mir schon überlege, wo gehe ich hin, weil alles im Prinzip gut ist. Ja, das war Kopfgeld eintreiben. Es gibt aber natürlich noch andere Kopfgelder und zwar die haben wir hier drüben. Wir decken die oberste Karte dieses Stapels natürlich auf. Und hier habt ihr die Most Wanted, also die meistgesuchten Verbrecher sozusagen. Ja, die sind ähnlich wie die aufgebaut, aber wenn ihr sie besiegt, dann legt ihr sie in eurem Bereich ab. Die kann man nur einmal besiegen. Und da seht ihr natürlich auch diverse Belohnungen. Zum Beispiel, ihn kannst du in Mana Ulana finden. Das wäre dann hier unten. Befindest du dich an diesem Ort, kannst du ihn bekämpfen für 15 Schaden. Dann bekommst du natürlich 7 Siegpunkte und zweimal Wasser. Diese Karten fungieren dann auch am Spielende als Tiebreaker. Derjenige, der die meisten hat, hat dann natürlich einen Vorteil. Dann deckt ihr die nächste Karte auf und so weiter. Da sehen wir auch unterschiedliche Gegner. Der sieht auch ziemlich cool aus, damit ihr das sehen könnt. Da dürft ihr 7 Siegpunkte eintreiben, aber bekommt auch einen Fluch. Dafür ist es ein bisschen einfacher. Oder hier zum Beispiel 2 Fluch weniger und Siegpunkte generieren. Das mit dem Minusfluch ist natürlich immer cool, weil man ja selber immer überlegt, okay, wenn ich jetzt kopiere, dann bekomme ich Fluch. Aber wenn ich ihn besiege, bekomme ich wieder Minusfluch. Da ist man dann immer am Herumtüfteln, weil man nicht verflucht werden will. Ich erkläre euch das natürlich dann später, was dann noch passiert.
So, und das wäre es jetzt wirklich mit den ganzen Kopfgeldern. Also hier die Karten, die ihr immer besiegen könnt, hier die einmaligen Karten. Wenn diese Kartenstapel dann durchgearbeitet werden, tauchen Monster auf, aber so viel dann zum Spielende oder zur Spielendeerklärung. Ja, dann könnt ihr einen anderen Spieler ausrauben. Das ist natürlich cool. Und zwar, wenn ihr euch am selben Feld wie ein Spieler besteht, also wie ein F Spieler befindet, könnt ihr Schaden in Höhe des doppelten Lebenswertes ausgeben und dann bekommt ihr auch so viel Geld, sage ich mal, und Siegpunkte, wie er aktuell Leben hat. Das heißt, wenn Jebediah jetzt vier Leben, also fünf Leben hat, oder vier Leben in diesem Fall, und ein Spieler fügt mir 8 Schaden zu, ja, dann verliere ich ein Leben. Er bekommt 4 Siegpunkte und 4 Geld. Und das ist natürlich dann nicht toll, weil du eben mehr Leben hast. Und wenn du stirbst dadurch, dann kommst du auch noch in die Stadt zurück und musst natürlich auch noch den Rückweg bezahlen. Ah, das ist nämlich nicht so geil. Egal wie du stirbst, du musst dann dein Deck wieder zusammenmischen. Du kommst in die Hauptstadt zurück und du verlierst 3 Siegpunkte und musst für jeden Weg, ja, wenn du hier oben stirbst, dann hast du zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Da müsste ich noch viermal Geld bezahlen. Kann ich das nicht, muss ich mit Siegpunkten bezahlen. Also das ist natürlich ein sehr interaktives Element. Ihr verliert generell eigentlich nichts. Ihr verliert kein Geld. Also müsst das Geld nicht dem Mitspieler geben. Der generiert das aus dem allgemeinen Vorrat. Aber er hat euch natürlich aufgehalten, falls ihr hier ein Artefakt haben wolltet oder ein Kopfgeld. Das kann natürlich dann schon gemein sein. Ja. So. Das war die nächste Hauptaktion. Also ich fasse dann alle nochmal zusammen. Dann könnt ihr eine weitere Begegnung haben. Ja, er sagt, ich will kein Kopfgeld eintreiben, keinen Spieler angreifen. Und dann sage ich, okay, ich bin jetzt hier und ziehe nochmal eine Eventkarte, handle sie ab und fertig. Ja, dann könnt ihr das Lager aufschlagen. Das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen die Passenaktion. Er sagt, ich schlage hier mein Lager auf. Dann mischt ihr eure Handkarten und euer Deck zusammen und beendet euren Zug sozusagen. Warum ist das wichtig? Es gibt Aufträge, die das machen und vor allem ist es wichtig, wenn ihr in diesem Spiel jemals euer Deck neu mischen müsst. Das heißt, wir kennen das ja von Deckbilder, ihr zieht neue Karten, das Deck ist leer. Dann wird der Abwurfstapel natürlich wieder neu gemischt und wenn das der Fall ist, dann kommt ihr zurück zur Stadt und seid halt dann natürlich am Ende eures Zuges wieder in der Stadt zurück. Das kann man zu seinem Vorteil nutzen, man muss sich nicht zurückbewegen, aber andererseits kann es euch bei großen Kombos natürlich hinderlich sein, neue Karten zu ziehen, wenn ihr dann weitermachen wollt. Das heißt, man muss hier planen, wie viele Karten habe ich noch zur Verfügung, wo will ich hin. Und das Wichtigste, das man am Anfang in der Regel nicht rausliest, wenn ihr jetzt eine Combo spielt, ja, ich spiele jetzt Karten, Karten, dürfte Karten ziehen, dann sind keine Karten mehr da. Dann mische ich meinen Abwurfstapel natürlich, lege ihn ab, spiele weiter, mache meinen Zug fertig und erst am Ende meines Zuges, in der Aufräumphase, also kommt eine extra Phase, in der Aufräumphase stelle ich meinen Charakter dann zurück in die Stadt nach San Andreas. Das ist wichtig. Ihr dürft also ein Combo noch zu Ende machen, aber in der Aufräumphase kommt ihr dann in die Stadt zurück, weil ihr neu gemischt habt. Und jetzt ist es auch wichtig, das Lageraufschlagen durchzuführen. Ja, also ihr könnt nach Belieben Karten ausspielen. Wenn ihr euch aber als Hauptaktion, ja, eines dieser Hauptaktionen, sagt, ich schlage das Lager auf, dann verzichtet ihr sozusagen darauf, mischt euer Deck neu. Zieht am Ende der Phase wieder dann auf 4 Karten auf. Ja. Der Vorteil daran ist, so könnt ihr weiter reisen, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr automatisch in die Stadt kommt. Das ist wichtig. Ja, dann gibt es noch eine Option und zwar die Charakteraktion ausführen. Das wäre Jebediah hier. Und er hat eine interaktive Aktion, die sagt,
Sieh dir die Aufträge eines anderen Spielers an. Du darfst einen davon mit einem deiner eigenen tauschen. Ja, das heißt, auch als Hauptaktion kann ich das wählen. So, und dann gibt es noch die letzte Hauptaktion. Befinde ich mich hier an so einem Ort mit Artefakten, berge ich ein Artefakt, nehme ein zufälliges Plättchen davon, decke es auf. Aha, sieh mir jetzt das Symbol an. Das wäre dieses Buch. Und dann haben wir da natürlich sehr coole und starke Artefakte. Wir suchen uns das Buch raus. Das wäre dieses hier. Nehmen es auf die Hand und können es oder könnten es natürlich auch ausspielen. Und das ist natürlich sehr geil. Ein Angriff, drei Bewegungen, zweimal Wasser. Wow. Ja, und da gibt es ziemlich geile Artefakte hier. Bekommst zwei Munition und so weiter. Also, das ist voll cool. Die Jagd nach den Artefakten. So viel dazu. Wichtig ist, ihr dürft von jeder Farbe nur ein Artefakt besitzen. Ja, ihr könnt hier nicht alles leer räumen. Das wäre natürlich zu schön. Aber sie sind natürlich begrenzt und ihr müsst euch da zu dritt dann schon vorsehen. Da können die Artefakte natürlich dann auch schneller leer werden. So, ja, das waren eigentlich alle Hauptaktionen, die ihr durchführen könnt. Jetzt muss man noch aufpassen, es gibt ja hier die Möglichkeit bei den Charakteren, sie können Munition ausgeben, um Schaden zu generieren. Ja, und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe vier Munition, dann kann ich zwei ausgeben, bekomme drei Schaden in meinem Pool, gebe ich nochmal zwei aus, nochmal drei Schaden. Ja, wenn ihr verflucht seid, das heißt, ihr seid hier auf eurem Schwellwert angelangt, dann passiert Folgendes, also ich gebe das Würfelchen wieder weg. Ihr nehmt eure Charakterkarte, dreht sie um und seid dann verflucht. Ja. Das hat meistens, bei manchen Charakteren werdet ihr stärker im Angriff, aber ihr habt dann einen Nachteil. Ihr habt die Strafe. Wenn du dein Deck mischst, kehrst du nicht nach San Andreas zurück, sondern erleidest einen Schaden. Ja, jetzt möchte man meinen, das ist ja cool, ich brauche nicht kampieren, kann weitermachen, eine Aktion durchführen, mische mein Deck und bleib da stehen, aber du bekommst halt einen Schaden und man will ja nicht sterben und Siegpunkte verlieren. Ja? Trotzdem irgendwie gut und irgendwie schlecht. Solltet ihr hier euren Fluch schaffen, wieder zu reduzieren, dann wird die Karte einfach sofort wieder geflippt. Ganz einfach. Also verflucht, nicht verflucht, verflucht. So, und ich weiß, ich habe jetzt viel geredet, ihr habt vielleicht ein bisschen den Faden verloren. Ich fasse die Aktionen noch einmal zusammen, hier nach chronologischer Reihenfolge laut Anleitung. Ein Kopfgeld eintreiben. Entweder hier, je nachdem, welcher Ort ihr seid, diese immerwährenden Wanteds zu erfüllen, zu killen, die Effekte zu triggern oder hier die besonderen Banditen zu bekämpfen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt ein Artefakt aufdecken als Hauptaktion. Ihr könnt einen anderen Spieler ausrauben. Ihr könnt eine weitere Begegnung ziehen. Also sehr viel hier zu tun. Ihr könnt das Lager aufschlagen. Das heißt, ihr passt, mischt neu, müsst nicht in die Stadt. Oder ihr führt eure Charakteraktion aus. Ja? Und nicht vergessen, ihr könnt während eures Zuges, wenn ihr entscheidet, welche Hauptaktion ihr macht, entweder vorher oder nachher immer euren Pool mit diesen Karten auffüllen, ja, euren Pool an Bewegungspunkten, Angriffspunkten und so weiter. So, jetzt kommen wir zur letzten Phase, die Aufräumphase. Ihr könnt jetzt beliebige Karten von der Hand abwerfen, kann jeder Spieler natürlich machen. Dann zieht ihr wieder auf vier Karten auf. Ja, das heißt, ihr könnt auch mehr als vier Karten in der Hand behalten für die nächste Runde. Einfach wieder auf vier Karten aufziehen. So, wenn ihr das Deck gemischt habt, kommt ihr natürlich, wie vorher erklärt, nach San Andreas zurück. Dann bewegen sich die Monster auf San Andreas zu. Das wäre, wenn sich hier ein Monster befindet, würde sich das so schnell als möglich, ja, den kürzesten Weg nach San Andreas bewegen. Ich komme gleich zu den Monstern. Oder wenn der Weg gleich wäre zum nächsten Spieler. Ja, dann wird der Startspielermarker weitergereicht und
Dann beginnt die neue Runde, dann geht es wieder von vorne los. Ihr habt Improvisation, jeder wählt eine von seinen zwei Karten aus, die er bekommt. Dann zieht ihr eine Begegnungskarte oder auch nicht, wenn ihr euch in San Andreas findet, einkaufen oder Aufträge ziehen. Und danach gibt es wieder die Aktionsphase, eine Hauptaktion durchführen, dazwischen Karten ausspielen. So, und wie lange geht denn das Spiel jetzt? Das Spiel geht jetzt so lange, bis alle Artefakte aufgedeckt wurden. Dann wird die Runde fertig gespielt und dann die Siegpunkte ausgerechnet. Dann wäre sozusagen das Spielende getriggert. Wenn drei Monster besiegt worden sind, wird die Runde fertig gespielt, Spiel ist vorbei. Oder ihr habt es ge oder ein Monster hat es geschafft, in die Stadt zu gelangen, dann wird auch, ist natürlich die Runde vorbei und das Spielende getriggert. So, und wie kommen denn jetzt diese Monster ins Spiel? Ganz einfach. Wenn einer dieser Most Wanted-Kartenstapel leer ist, dann wird hier eines dieser vier zufälligen Monster, die wir am Spielanfang gesehen haben, aufgedeckt. Das Monster hier kommt zum Beispiel in Mana Olana ins Spiel. Jetzt habe ich zufällig auch noch den passenden gezogen, glaube ich. Ja, der kommt dann in Mana Olana ins Spiel und bewegt sich eben jede Runde näher zur Stadt. So, ihr seht, der hat 22 Leben, also 22 Schaden brauchen wir für den und der würde 12 Siegpunkte bringen. Ja. Folgende Regel bei denen: Wenn der sich jetzt bewegt und auf einen Spielerfeld stellt, bekommen alle Spieler, zu denen er sich bewegt hat, einen Schaden. Ja. Du kannst dieses Monster auch bekämpfen. Als Beispiel, wenn der sich hier befindet, ja, dann gehe ich rein. Und wenn ich jetzt nicht gegen ihn kämpfe, dann rückt er automatisch, dann flüchtet er, ich treibe ihn sozusagen, ein Feld nach vorne. Also du kannst das Spiel auch Spielende somit beschleunigen. Wenn du dich aber entscheidest, gegen ihn zu kämpfen, ja, natürlich, dann schaust du, dass du die Schaden hier, die geforderten Schaden abgibst. Wenn du ihn besiegt hast, dann kommt er aus dem Spiel. Du kannst die Monsterkarte natürlich behalten und bekommst die Siegpunkte dafür. Ja, und jetzt eben, wenn drei Monster hier getötet wurden, hier zum Beispiel, er kommt in Expedition ins Spiel. Dann holen wir uns den mal. Na, ich glaube, das war sogar der. Sind von den Bildern her nicht so eindeutig. Ah, dann kommt der ins Spiel. Und wenn ihr hier eben diese drei Monster getötet habt, kann auch das Spielende eintreten. Jetzt sehen wir hier, die 21 ist rot umrandet. Es kann vorkommen, dass das Spiel hat unterschiedliche Spieldauern natürlich. Aber es kann vorkommen, dass ein Spieler 21 Punkte erreicht. Ja, also nicht mit der Figur, sondern mit seinem Marker natürlich. Und es ist noch kein Monster aufgedeckt worden. Ja, in diesem Fall wird dann sozusagen der Stapel geleert von einem dieser Felder, das Monster sofort ins Spiel gebracht, damit das Spiel auch beschleunigt wird. Ja, weil das heißt, dass im Spiel irgendwie anderweitig viele Punkte generiert wurden, ja, aber natürlich auch der Spielfortschritt nicht so, also das Spiel nicht so lange dauern soll und dadurch auch beschleunigt werden sollte. Ja. Also nochmal, drei Monster getötet, alle Artefakte aufgehoben oder ein Monster schafft es in die Stadt. Dann ist das Spiel zu Ende. Meistens wird es jedoch so sein, dass alle Artefakte ausgelöst worden sind oder gesammelt worden sind, je nachdem, wie das Spiel eben verläuft. Ja, und dann rechnet ihr die Aufträge zusammen. Also die Aufträge, die bekommt ihr natürlich sofort. Ich zeige euch auch noch die Ausrüstung später. Aufträge könnt ihr jederzeit in eurer Runde erfüllen. Hier zum Beispiel, wenn euer Fluchlevel auf 10 ist, dann dürft ihr die Karte sofort umdrehen in eurem Zug, bekommt 5 Wasser und 9 Siegpunkte. Das ist natürlich jetzt nicht für Spielende, aber die haben noch eine Relevanz. Oder hier zum Beispiel, was haben wir hier? Ein Lager in einer Keola-Quelle aufschlagen bekommt ihr, könnt ihr die Karte umdrehen, Siegpunkte und Wasser. Und hier haben wir zum Beispiel auch noch was. Am Ende des Spiels erhältst du 30 Punkte für jeden Auftrag, den du erledigt hast. Ja. Solches wären dann Spielende-Aufträge. Und zusätzlich für jeden Auftrag, das ist dann hart,
den ihr nicht erfüllt habt, bekommt ihr nicht die Punkte, sondern müsst sie von euch abziehen. Ja, das heißt, auch heftig, schafft ihr den Auftrag nicht, verliert ihr 9 Siegpunkte. Sehr geile Mechanik. Das heißt, ihr könnt nicht immer Aufträge spammen. Wichtig aus, ihr könnt nie den gleichen Auftrag zweimal haben. Ja, das heißt, habe ich verfluchte Krähe schon gelöst oder hier verdeckt liegen und ich ziehe hier noch eine verfluchte Krähe, dann kann ich die verfluchte Krähe abwerfen und eine neue Karte ziehen. Ja, aber ich darf nie zweimal den gleichen Auftrag haben. So, und noch ein Wort zu den Gegenständen. Also ihr habt gesehen, diese Aufträge während des Spiels Siegpunkte oder am Spielende. Und ja, also die Abrechnung der Siegpunkte ist eigentlich ganz easy. Die Artefakte, die bekommen oder geben euch auch noch Siegpunkte am Spielende, ganz wichtig. Ja, also zieht die Artefakte von eurem Deck, seht euch die Siegpunkte an, die Aufträge und der mit den meisten Schneid- oder Siegpunkten gewinnt dann das Spiel. So, eben noch zu den Gegenständen. Ich nehme mal ein Board und zwar habt ihr eine linke Hand und eine rechte Hand oder ihr trägt eine beidhändige Waffe und ihr habt hier zwei Ausrüstungsslots generell. Ja, und diese Ausrüstungen haben auch solche Slots, das heißt, ich kann zwei Karten mit diesem Symbol hier einfach nur anlegen, mitführen und die Fähigkeiten verwenden. Manche sind passiv, manche sind aktiv, das heißt, so eine Karte zum Beispiel könnt ihr nur einmal pro Runde verwenden. Ja, um das zu kennzeichnen, also zu erschöpfen, tappe ich die Karte dann und bekomme in meinem Zug in diesem Fall zwei Angriff. Da gibt es natürlich verschiedene Ausrüstungen. Hier die Fackel, was macht die? Wenn du improvisierst, ziehe 3 statt 2 Karten. Ja, also wenn wir hier ziehen dürften, dürfen wir 3 Karten ziehen. Das ist sehr mächtig. Und da gibt es auch ganz coole Ausrüstungen. Hier natürlich der Preis der Ausrüstung. Ihr könnt die Ausrüstungen auch durch diverse Events wieder verkaufen. Das ist auch cool. Ansonsten müsst ihr sie abwerfen, wenn ihr Platz braucht. Hier zum Beispiel ein Revolver. Also da könnt ihr auch 2 tragen. Ihr gebt 2 Munition aus, generiert 5 Schaden. Oder die Gatling-Kanone. 3 Munition ausgeben, 9 Schaden. Oder hier nochmal Revolver. Oder was haben wir da noch? Bewegungspunkte. Oder ein Pferd gibt es auch. Es gibt euch dann 2 Bewegungspunkte. Das sieht jetzt erstmal recht simpel aus. Oder hier sehr stark 2 Fluch reduzieren für 14. Aber manchmal will man ja auch verflucht sein und den Fähigkeiten nutzen. Eines muss man jedoch aufpassen. Noch zur Ergänzung. Wenn man hier verflucht ist. Und das ist ganz wichtig. Und man bekommt weitere Fluchpunkte, dann müsst ihr euren Fluchlevel erhöhen und ihr bekommt Schaden. Ja, das heißt, würde ich jetzt nochmal Fluch bekommen, einen Fluch, zack, bekomme ich auch einen Schaden. Noch einen Fluch, einen Schaden. Also das muss man dann auch überleben. Und es gibt eben Aufträge, die sagen, okay, wenn du hier auf 10 bist, dann kannst du den Auftrag erfüllen. Du musst es aber auch überleben, dass du da mal raufkommst, musst du dich heilen. Also es ist dann schon ein bisschen schwierig. Es gibt auch Aufträge, da musst du sterben, um Punkte zu bekommen. Also viele verschiedene Sachen zu tun. Ja, und das ist sozusagen das Spiel The Few and Cursed. Und ich finde es mega stark. Also es sieht am Anfang ziemlich simpel aus, nur Symbole abhandeln und so weiter. Aber diese Optionsvielfalt zwischen den sich auf den Location bewegen und basierend darauf, diese immerwährenden Karten zu erfüllen oder auch die einzigartigen Karten, um Monster hervorzubringen irgendwann oder die Hatz nach den Artefakten, das ist so geil, ja, denn es gibt keine schlechten Artefakte, die sind alle geil und die will man auch haben und das generiert das Spiel wirklich gut, ja, nicht wie ein Clank, wo du zum Beispiel runtergehst, das teuerste Artefakt holst und willst dann irgendwie raus, ja, sondern die bringen dir da aktiv noch etwas und ich finde das um Längen besser zurzeit als das Clank. Definitiv habt ihr hier viel mehr Spaß, auch wenn die Spielzeit natürlich höher sein wird. Ja, sehr, sehr tolles Spiel. Ich hoffe, die Regelerklärung hat euch gefallen. War sehr umfassend, habe ich so ziemlich alles erklärt, was ich jetzt weiß und finde das Spiel echt mega. Ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim Fazit wieder. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.